Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Vlog. Ich habe den letzten Vlog vorhin beendet und falls ihr nicht gesehen habt, schaut in der Infobox vorbei, da habe ich ihn euch verlinkt. Ja, wie schon erwähnt, werde ich jetzt noch eine Gartentour machen und zwar die Sommergartentour. Ja, wird ja längst fällig, wir haben Ende Juli. Wenn nicht jetzt, wann dann? Ein paar Sachen sind leider auch schon verblüht. Und ja, ich dachte mir, ich nehme euch mit. Heute ist der perfekte Tag dafür. Ein bisschen Sonne, überwiegend aber bewölkt. Super warm mit 30 Grad rum so oder knapp 30 Grad. Sehr warm, eine kühle Brise, eine leichte Brise. Soll aber später noch regnen. Ja, wie dem auch sei. Genau, ich dachte mir, ich gehe jetzt gleich raus, zeige euch die Sommergartentour. Ja. Und ich hoffe, ich schaffe es jetzt auf einen Teil, also kompletter Garten auf einmal. Ich mache das ja sonst immer in drei Teilen. Wir werden sehen. Ich hoffe es, wenn ich wieder zu viel quassel, kann es noch einen zweiten oder dritten Teil geben. Ja, ich habe Bestellungen bekommen, wollte ich jetzt kurz noch durchgucken. Also bevor ich jetzt rausgehe, muss ich hier hinten noch gucken, weil ich die Sachen noch weiter anprobiere. Ich habe jetzt hier auch schon was an, was ich anprobiert habe vorhin. Ja, die Sachen sind schon seit heute Morgen da und genau, also so sieht's aus. Deswegen, ich würde sagen, ich kann euch mal kurz zeigen, was ich da habe und dann sehen wir uns gleich weiter. Ja, und so sieht es aus, das Chaos. Ich habe alles ausgepackt, ein paar Sachen habe ich schon anprobiert und ja, muss jetzt gleich alles schön mal ordentlich zur Seite räumen bzw. zusammenräumen, nochmal alles anprobieren, was passt oder nicht passt. Und ja, genau, guckt mal, die Kette hier, also die ist wunderschön, schaut mal, also finde ich jetzt für meinen Geschmack. So eine richtig schöne Muschelkette mit so einem Muschelanhänger hier, gold, blau angemalt, gold-türkis. Und die Kette ist hier auch richtig toll, mit diesen Perlen hier noch dazwischen, mit diesen goldenen. Also finde ich richtig schön und ja, also eigentlich behalte ich, glaube ich, quasi alles, kann man sagen. Ja, ist alles möglich dabei. Eventuell zeige ich es euch noch im Ganzen dann. Aber ja, ich muss jetzt erstmal alles hier schön strukturieren. Ja, und dann sind auch noch Amazon-Sachen gekommen. Die zeige ich euch jetzt auch noch schnell. Anprobiert habe ich schon alles. Und ja, dann ist schon eine Zeit wieder vergangen, Zeit vorhin. Und ja, das zeige ich euch jetzt noch kurz. Und dann geht es aber wirklich raus zur Gartentour. Eine knappe Stunde später, ich habe jetzt alles anprobiert, ja, das dauert ja eine Zeit lang, finde ich auch immer super nervig da, wenn man dann so viele Sachen hat zum Anprobieren und immer wieder anziehen, ausziehen, aber ja, muss ja sein. Sortiert habe ich es, wobei es jetzt auch gar nicht sortiert aussieht, aber ich habe es gestapelt. hier zum Beispiel sind so Sets, das ist ein Rock. Und dazu dieses Oberteil. Und das gleiche habe ich dann nochmal in Dunkel, also hier mit diesem Schwarz statt mit dem Weiß. Und das Oberteil ist auch das gleiche, nur in Schwarz. Also einmal so für Abend und tagsüber, wobei das sieht ja auch also für den Abend aus. Kann man ja eh so tragen, wie man möchte. Dann habe ich noch ja, verschiedene Oberteile, Kleider. Wenn ihr es ganz sehen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare, wenn es euch interessiert. Ansonsten würde ich sagen, das ein oder andere seht ihr sowieso in meinen Videos dann die nächsten Wochen oder Monate. Wenn ich halt mal was davon anziehe, dann seht ihr es eh. Jetzt habt ihr schon mal so einen kleinen Überblick. Ja, Unterwäsche zeige ich euch natürlich nicht. Zumindest jetzt nicht angezogen, dann in den Videos. Aber jetzt so die anderen Sachen, ne? Kleider und so weiter, seht ihr ja dann. Unterwäsche muss jetzt nicht sein, finde ich. Ja, das ist auch wieder so ein schönes Set und das ist auch ein schönes Kleid hier. Ich liebe das ja mit der Spitze, sieht man auch hier wieder. Das ist ein Kleid mit diesem Himmelblau. Und hier, das ist so ein schönes, so eine Jacke, also so ein Jäckchen, Sommerjäckchen, Bolero. Naja, Bolero kann man es auch nicht ganz nennen. Ist halt so dreiviertelarm, wie man hier schon sieht. Sieht jetzt aus, als ob das dazu passen würde. Sieht aus, als ob das dazu gehören würde, meine ich. Gehört es nicht. Also ich habe das jetzt separat bestellt. Also nicht, weil ich das Kleid jetzt habe, sondern einfach so. Ich habe diese Jacke auch noch in Rosé. Ja, weil ich sie so schön fand. Habe ich die einmal in Rosé, liegt irgendwo da unten. Und in diesem Himmelblau. Aber passt auch perfekt zu dem Kleid. Wenn ich das anziehe, kann ich das am Abend auch drüber geben. Ja, also fand ich richtig schön luftig. Und ja. Also ihr seht es bestimmt oder ansonsten schreibt es gerne in die Kommentare, falls ihr alles sehen wollt. Also hier ist ja wirklich noch mehr. Schmuckmäßig habe ich euch ja auch schon die Kette jetzt gezeigt vorhin. Die ist wirklich, oh, heute fahren die Bauern ohne Ende hier hin und her. Ja, ist Erntezeit. Genau, also die hier finde ich richtig schön. Und dann habe ich hier noch so eine andere Muschelkette bestellt, aber irgendwie ist sie dreimal gekommen.
Ich habe die aber irgendwie nur einmal reingetan. Zumindest dachte ich, ich habe die in den Warenkorb nur einmal gegeben. Muss ich mal nachher oder morgen, muss ich morgen mal gucken. Aber die ist richtig schön. Moment. Schaut mal, wenn er mal fokussieren würde. So, Moment. Sieht man das jetzt hier? Wie sieht man das denn hier? Meine Güte. So, schaut mal. Ich finde die so schön hier. Die ist hier mit so Gold angemahlen und hat ja auch eine Kette dabei. Und ja, natürlich Modeschmuck, ne? Versteht sich ja dann wohl. Und ja, ich würde mal sagen, ich habe gerade schon überlegt, weil ich habe die ja dreimal, also eine behalte ich auf jeden Fall. Und dachte mir dann, dass ich eine oder zwei, vielleicht behalte ich eine als Backup, weil die ist wirklich richtig schön. Die gefällt mir sehr, sehr gut. Die hier sowieso. Aber eine werde ich auf jeden Fall bestimmt verlosen dann in einem Verlosungspaket, könnt ihr dann gewinnen, weil drei brauche ich jetzt auch nicht. Und schaut mal, das ist eine Fußkette, die ist auch richtig toll. Schaut mal, genau, ich wollte sagen, das ist eine Fußkette, kann man aber eventuell auch als Armband nehmen, je nachdem, wie breit das ist. Aber soll eine Fußkette sein, ich habe es auch als Fußkette bestellt und schaut mal hier schön mit der Muschel, mit der Perle drin, also finde ich auch richtig toll. Und ja, ich räume das jetzt alles mal, also muss ich eh jetzt alles gewaschen werden, muss ich mal sortieren. Zum Waschen dann, Schmuck räume ich weg und genau, dann zeige ich euch noch den Amazon-Haul. Amazon-Sachen sind ja auch gekommen, guckt mal, die Kerze, die habe ich letztes Mal von Penny mitgenommen, die duftet so lecker hier, Sommergarten. Oh, wenn ihr es riechen könntet, also ich bereue es schon, dass ich nicht noch eine zweite mitgenommen habe. Ich habe die noch nicht mal angehabt, aber wenn man hier steht, riecht das richtig lecker, obwohl die noch nicht mal angezündet ist. Also ich freue mich schon drauf und ich hoffe, die hält lange von der Brenndauer. Und ja, ich räume mal alles weg und dann geht es zum Amazon-Haul rüber. Dann kann ich das nämlich auch beiseite räumen. Und dann noch zu den Amazon-Sachen. Ja, ich habe hier einmal... Ich hatte es euch ja letztes Mal schon erzählt, da hatte ich eine Küchenwaage schon bestellt, eine neue, weil meine gar nicht mal funktioniert. Also egal, wie oft ich da die Batterie immer wechsle, ja, die programmiert immer falsch. Also wenn ich was drauflege, steht dann erst irgendeine Grammzahl drauf und dann auf einmal 0 oder sogar minus. Also wenn da zum Beispiel 7 Gramm steht, steht auf einmal minus 14 und die springt immer um. Trotz Batteriewechsel, ja, mal funktioniert sie, mal nicht, deswegen, ja, eine neue. Und ich hatte letztes Mal schon eine bestellt, die hat aber von, ja, die hat irgendwie nicht gepasst, von der Größe. Also die war jetzt, ja, so 3 Zentimeter kleiner hier als die. Deswegen haben wir die zurückgeschickt und jetzt habe ich diese hier genommen, also schwarz. Ja, ihr wisst ja, in der Küche ist quasi fast alles schwarz, so zumindest von den, hier sind auch, ja, gratis Batterien noch dabei. Ich hatte erst überlegt, eine aufladbare zu bestellen. Da gibt es nämlich auch so also digitale, so wie die, aber mit USB-Kabel dran zum Aufladen. Aber ich dachte mir, nee, muss jetzt nicht unbedingt sein, ne? Geht auch mit Batterie, so die Batterien halten sich ja eigentlich ewig. Auch wenn ich die Waage eigentlich täglich benötige, kann man so sagen, in der Küche. Ja, auf jeden Fall hat die auch, ne, verschiedene Einheiten, Gramm, Milliliter. Ja, ist schon mal wichtig, dass Gramm und Milliliter kann, weil ich wiege auch auf der Waage immer Milliliter ab. Und ja, also ich finde die schön und ja, bleibt auf jeden Fall, falls das jetzt funktioniert mit den Batterien und die nicht defekt ist. Dann hat mein Lebensgefährte sich neue Cubing-Bänder bestellt. Kennt ihr das? Das sind diese Sportbänder. Das sind nämlich 2 Stück jetzt zerrissen. Ich zeige es euch hier mal. Ich packe es jetzt nicht aus. So, genau. Ach, guck mal, hier hat man sogar Übungen drauf. Das sind jetzt die für Männer, also von der Gewichtsklasse hier eben. Die haben verschiedene Stärken dran. Und deswegen ist das jetzt so die Männervariante. Und guck mal. Ach, ist praktisch, ne? Ja, das sind hier solche Bänder. Wie sieht man es denn jetzt? So, genau hier. Und das sind verschiedene Übungen drauf. Und ja, ich habe euch die Bänder ja schon mal gezeigt. Ich habe auch solche Bänder. Meine sind natürlich nicht so stark von den Dingern hier, vom Gewicht. Also quasi Frauenbänder habe ich. Meine sind noch nicht kaputt gegangen. Gut, aber mein Lebensgefährte macht das auch öfter und ja, zieht da bestimmt auch stärker dran als ich jetzt von den Gewichten. Deswegen, ja, oh, das finde ich aber praktisch hier mit den Dingern hier. Ich mache immer so die gleichen Übungen, aber kann man sich hier auch mal durchgucken. Wie auch immer, auf jeden Fall, ja, sind die da drinnen. Muss er selbst auspacken. Dann habe ich hier Schwarzkümmel bestellt. Das ist jetzt... ja, Schwarzkümmel. Also nicht dieser ganz normale schwarze Kümmel, sondern Schwarzkümmel. Ist jetzt für orientalische Rezepte. Dann habe ich Hefeflocken bestellt. Eins habe ich schon raus. Kam jetzt schon
Nee, das kam vorgestern, glaube ich, an. Ja, eins habe ich schon sogar ausgetestet. Super lecker. Und zwar habe ich diese hier empfohlen bekommen oder gelesen, besser gesagt, ja, dass die sehr viele empfehlen von der Marke Erntesägen und die wohl besonders gut sein sollen und preislich, also preislich sind die jetzt gar nicht, ich dachte, die wären dann auch so teuer. Da kochen nämlich auch tatsächlich vegane Köche damit, also vegane Köche in, also ne, in veganen Restaurants, die nehmen auch sehr gerne diese Erntesägen und deswegen ja, musste ich die unbedingt mal bestellen. Ich habe jetzt gleich den Sechserpack genommen, weil eine Dose war dann doch teurer vom Preis als dann so ein Sechserpack. Und ich dachte mir, ja, wenn die schon so ja, gepriesen werden, ne, müssen die gut sein. Und ja, ich kann es bestätigen, super gut. Also ich bin froh, dass ich den Sechserpack bestellt habe. Dann habe ich ja endlich einen neuen Selfie-Stick, also ein neues im Stativ bestellt. Das war jetzt nicht ganz so günstig, 27 Euro glaube ich, aber das ist von Smarttree. Und mein altes war auch von Smarttree, das ist kaputt gegangen, hat aber Ewigkeiten gehalten. Es war besser gesagt mein Fehler, dass kaputt gegangen ist, weil ich habe es mit dem Drehding hier oben übertrieben und habe das quasi zu fest gedreht, dass das Plastik gesprungen ist. Ja, also kann ich euch empfehlen, die Marke. Die ist wirklich sehr, sehr gut und ich bin jetzt schon gespannt. Ich werde es dann auch austesten nachher, gleich mal und oder spätestens morgen, weil mein altes habe ich zugeklebt mit Tesa und kann ich euch auch mal zeigen, der Horror. Und dann, das hier hat mein Lebensgefährte bestellt, das ist so ein Grillgebläse, um den Grill draußen schneller, ja, keine Ahnung, wie es funktioniert, aber um den Grill schneller anzubekommen. Ja, da hat nämlich letzte Mal meinen Föhn entwendet und das ist nicht so toll, weil das war ein GHD-Föhn, der nicht so günstig ist und ist nicht so toll, dann den, ne, für den Grill zu verwenden, wenn da auch die Asche rumfliegt, ja. Aber das Ding ist ja dann, ne, auch für den Grill gedacht, war auch nicht so teuer. Und Batterien haben wir benötigt für den Rauchmelder, leider müssen die zurückgeschickt werden, weil das sind die falschen, ja. Das ist von Amazon, guck mal, wusstet ihr das? Also Amazon hat ja auch so Basics, so verschiedene Sachen und die haben auch Batterien. 4 Stück sind hier drinnen. Ja, wie auch immer, was zeige ich dir jetzt überhaupt? Das interessiert wahrscheinlich niemanden von euch, aber das sind die Batterien für einen Rauchmelder, nur dass das die falsche Größe ist. Und ja, jetzt muss ich die leider wieder verpacken, retour geben und die neuen haben wir aber dann auch schon vorhin gleich bestellt. Die richtigen in dem Fall. Hat mein Lebensgefährte falsch eingetippt. Ich habe jetzt die richtigen rausgesucht. Ja, so, das war's mit dem Amazon-Haul. Jetzt räume ich das auch noch weg und dann geht es raus in den Garten für die Sommertour. Dann geht es mit der Gartentour mal los. Entschuldigung für den Lärm vorab, falls ihr den hört. Mein Lebensgefährte ja, ist in der Garage am Arbeiten. So, Wintergarten kennt ihr mittlerweile, hoffe ich. So. Ich hoffe wirklich, dass nicht zu laut ist. Ja, es ist schön bewölkt nämlich. Also es sieht jetzt nicht toll aus, das Wetter. Es ist aber super warm. Wir haben fast 30 Grad, eine leichte Brise an Wind. Und ja, also ich finde es angenehm. Besser, als wenn die Sonne scheint. Wir haben hier den Tisch aufgebaut, weil wir Besuch hatten. Habe ich euch da jetzt schon mitgenommen im Vlog? Ja klar, sicher. Ich hatte euch ja mitgenommen im Vlog, wir hatten Besuch. So, ja, der Tisch ist hier, der ist hier zeitlich hoch für den Fall, dass es noch regnet, damit das Wasser dann runterlaufen kann und nicht stehen bleibt, sondern ein bisschen runterläuft. Natürlich muss man ihn trotzdem abtrocknen dann. Hier haben wir unsere Liegen hingestellt, die hatten wir nämlich die Tage draußen und die stehen immer, Moment, hier. Wir stellen die immer hier hin zum Pool und liegen da. Aber die haben wir jetzt auch für den Fall, dass es noch regnen sollte. Gemeldet ist zu 20-30% heute Abend. Ja, haben wir die jetzt hier schon mal untergestellt. Und die Kissen habe ich reingetragen. Das sind 3 so große Kissen drauf. Aber die kennt ihr vielleicht auch schon. Ja, aber es geht ja jetzt um die Sommergartentour. Wobei das ja alles zur Sommergartentour dazugehört. Hier haben wir ja unseren schönen großen Pflanzkübel. Da haben wir Fuchsia drinnen. Die kommt jetzt erst. Ich liebe die und ich liebe auch die Farbe. Es sieht natürlich jetzt sehr mickrig aus, dafür, dass der Topf so riesig monströs ist. Aber schaut euch das mal an. Die wird auch noch höher. Vielleicht kennt ihr die auch schon von letztem Jahr. Und oh, guckt mal, das ist doch, also wer hat sich sowas ausgedacht in der Natur, dass sowas existiert? Also schaut mal, das ist doch der Wahnsinn, oder? Guckt mal, lila, dann diese Fuchsia-Farbe, Magenta-Farbe, sag ich mal, ne? Das ist doch der absolute Wahnsinn. Und hier sind noch Knospen, die gehen noch auf. Ja,
Also richtig toll. Und darunter ist einfach Mulch und so. Ja, und hier oben die Stange. Hier, was ist denn das jetzt? Clematis, glaube ich, falls ich nichts Falsches sage. Die geht hier hoch. Die ist nämlich auch im Topf drinnen. Das ist jetzt quasi der Stiel nach oben. Ich hoffe, man erkennt das, weil das Licht dagegen scheint. Ja, und die ragt hier so an der Regenrinne entlang. Hier, guckt mal. Die Markise haben wir wieder reingemacht. Die war ja draußen, als wir hier Besuch hatten und gesessen haben für die Sonne. Als Sonnenschutz, jetzt scheint keine Sonne, deswegen ist die wieder hier reingefahren. Das ist ja die rote. Und ja, das sieht doch richtig schön aus mit dem Bogen. Und die Blüten sind jetzt schon weg, die waren da. Das habe ich euch, ja, vielleicht habe ich es euch gezeigt. Das ist jetzt auch schon ein paar Wochen her. Aber ja, ist immer so, je nach Zeit eben, je nach Monat, ne, blüht immer was anderes. Deswegen, ja, Sommergartentour ist jetzt auch ein bisschen spät wieder dran, Ende Juli. Dann haben wir hier unseren Buchsbaum. Das sieht jetzt ein bisschen hell aus, weil mein Lebensgefährte den erst vor kurzem wieder geschnitten hat. Und wir müssen aber, wir haben immer Probleme mit Buchsbaumzünsler. Vielleicht kennt ihr die Buchsbaumzünsler, diese asiatischen Raupen, Motten, asiatischen, ja, Falter, ne? Die immer alles kaputt fressen. Da sprühen wir so ein biologisches Zeugs. Wie heißt denn das nochmal? Komme ich jetzt nicht drauf. Xantori oder irgendwie sowas. Ja, vielleicht kennt ihr das. Ja, muss man leider machen, weil ansonsten wäre das total kaputt. Wie auch immer, hier haben wir diese schöne Amphore. Die haben wir aus Holland, aus so einem kleinen Laden mal gekauft. Also war ganz spontan, dass wir da einfach reingegangen sind, die gesehen haben und ja, mitgenommen haben. Ist jetzt auch schon 7,5 Jahre, glaube ich. Ja, also über 7 Jahre her. Ja, so lange steht die schon hier. Und je nach Jahreszeit, wir pflanzen immer was anderes ein. Und zwar immer was Großes, so wie das hier. Und dann noch irgendein kleines Kraut drumherum. Ja, das seht ihr jetzt auch, ne? Da sind jetzt keine Blümchen mehr dran. Ja, und das, ich weiß gar nicht, was das jetzt für eine ist. Die haben wir letztes Mal bei Penny mitgenommen. Wir nehmen einfach immer so was Günstiges, wenn uns was gefällt. Bei Penny haben die ja immer so Angebote. Nehmen wir was mit. Also wenn das jetzt auch wieder verblüht, gucken wir. Ansonsten auch in anderen ja, Läden, wo wir halt mal so sind. Ne? Ja, wenn es farblich passt. Also man kann sagen, alle 2 Monate ist hier eine andere Pflanze drin. Das seht ihr vielleicht auch allgemein in den Vlogs. Dann, ich drehe mich hier mal rum. Nicht, dass die Sommergartentour jetzt wieder so lange wird. Das ist unsere Grillhütte. Hier bin ich gerade rausgekommen. Wir ja, haben heute einen Ausmisttag, sage ich mal. Mein Lebensgefährte in der Garage, der ist am Arbeiten. Da steht auch lauter Zeug, das muss noch reingeräumt werden. Und ja, weil die Garage komplett ja, neu gemacht wird, kann man sagen. Das ist hier eine Schmucklilie, die kommt jetzt. Die geht gerade auf. Und zwar, guckt mal, ja, sind schon Spinnenweben dran. Hier so dunkellila, ist auch richtig schön. Die haben so lange Stäbe dran. Und die habt ihr aber auch schon bestimmt gesehen im vergangenen Jahr. Also wirklich schön, die blüht jetzt im August dann. Also so Mitte, Ende August bis Ende September, Anfang Oktober sogar halten die sich. Und die haben wir auch hier hinten nochmal. In dem Topf haben wir auch nochmal die Schmucklilie. Also einmal hier und einmal dort. Die sind wirklich richtig toll. Ja, auf jeden Fall ist hier unsere Grillhütte. Hier haben wir das Vogelhäuschen, das hat mein Lebensgefährte komplett selbst gebaut. Da hatte ich euch auch in irgendeinem Vlog mitgenommen. Also der hat das ganze Haus selbst gebaut, dass das so ein bisschen aussieht wie die Grillhütte. Hat das auch angestrichen. Das war normales braunes Holz und hat es auch angestrichen in der gleichen Farbe. Hat auch noch hier so ein Dach gemacht und guckt mal, diese Gitterdinger, so wie wir es hier eben auch haben. Und das ist ein Aschenbecher, ja, aber da kommt das Futter rein für die Vögel immer im Herbst. Und ja, muss man auch wieder von Spinnenweben befreien. Und als Dach hat das auch diese gleichen Dachabdeckdinger, wie wir hier oben auf dem Dach haben. Ne? Also, dass das so schön hinpasst. Und ja, da gehen die Vögel auch immer rein zum, ja, zum Fressen im Herbst bzw. Winter. Und ja, das ist die Grillhütte, die haben wir jetzt aktuell umfunktioniert. Eigentlich sieht die nicht so aus. Die habe ich euch ja auch schon öfter gezeigt. Und ja, jetzt ist das so ein bisschen unser Holzlager geworden. Dieses Jahr waren wir noch gar nicht drin gesessen, aber die letzten Jahre waren wir immer schön hier drunter gesessen. Ja, was ist jetzt da alles drin? Wir haben hier oben eine schöne Lichterkette. Die habe ich euch, glaube ich, auch mal im Dunkeln gezeigt. Die geht komplett drumherum, wenn man die dann einschaltet. Also auch schön am Abend oder wenn man Partys hat oder Besuch. Ja, hier hinten an der Wand ist halt jetzt das Holz. Das war vorher nicht. Und seit
Ende des Jahres oder Anfang diesen Jahres, ich weiß schon gar nicht mehr, ja, haben wir da das Holz so aufgestapelt. Wir haben aber hinten noch mehr Holz. Ich muss mich mal ein bisschen beeilen, sonst dauert es ewig. Ja, auf jeden Fall ist das Holz hier. Und eigentlich steht dann nur, die zwei Stühle stehen sonst eigentlich nur da und der Tisch und der Grill, der mal wieder geputzt werden müsste. Das ist eigentlich alles und diesen Tisch haben wir hier so als Ablage und auch zum Grillen. Ansonsten steht eigentlich nichts da. Mein Lebensgefährte hat aber diese zwei Stehtische gebaut. Ich glaube, da habe ich euch, weiß nicht, ob ich euch mitgenommen habe. Also die hat er komplett selbst gebaut, diese zwei. Aus einzelnen Holzstücken, die er noch hatte. Also alles, ne, gesägt. Der hat das ausgemessen, gesägt. Der hat das lackiert mit Öl etc. Ne? Die ganzen Dinger, guck mal, das sieht aus wie so Wikinger-Schilder. Und die Stangen, er hatte noch eine Stange und die zweite Stange haben wir bei Obi dann noch geholt. Und als Fuß, guckt mal, ja, also das hat er komplett selbst gebaut. Ja, sind auch beide quasi identisch. Jetzt kriege ich den Zoom nicht mehr raus. So, ja, genau, also so sieht's aus. Die müssen aber jetzt auch in die Garage dann untergestellt werden, aber dann auch erst, wenn die Garage fertig ist. Deswegen, die Tische stehen hier noch, da hinten haben wir unsere Grillkohle. Hier machen wir manchmal so, ja, Schießpartys, deswegen ist da gerade die Zielscheibe noch, weil das jetzt auch erst da eben vor ein paar Tagen war. Ja, so sieht die Grillhütte aus. Dann haben wir unsere Hündchen hier. Die haben wir auch schon 8 Jahre lang. Jetzt bin ich beinahe in die Buchshornhecke hier rein. Die haben wir auch schon seit 8 Jahren hier stehen. Ja, also eigentlich kann man drunter sitzen. Nur es müsste halt wieder so ein bisschen was weggeräumt werden, was in die Garage kommt. Wenn die Garage dann fertig ist. Dann schaut mal. Auch richtig schön. Ja, und dann hatten wir vorher hier nämlich das Holz. Hier kennt ihr das ja auch schon. Hier sind unsere Mülltonnen. Da hatten wir diese Mülltonnenabdeckungen bestellt, damit das einheitlich aussieht, weil es eben schöner ist, als wenn hier was Gelbes oder Blaues jetzt ist. Die Aschentonne, also die Restmülltonne ist ja eh grau, aber Papier und Kunststoff ist ja gelb und blau. Und bevor das da so farbig ist, passt das eben, ne, unter die Eibe so besser hin, wenn man da so, das sind so künstliche Efeu-Dinger. Ja, seht ihr? Und da hatten wir hier so ein Tape. So ein Camouflage-Tape, was mein Lebensgefährt ja überall drauf geklebt hat. Also auf die Graue nicht, wie ihr seht. Aber hier, man sieht darunter das Blau durch und das Gelb. Aber da hat das so drumherum geklebt eben, dass ein bisschen verdeckt ist. Und dann diese Klappdinger hier so gebaut. Ja, ist auf jeden Fall jetzt, ne, ein bisschen getarnt. Genau, und hier, das sind auch diese Abdeckdinger von da oben, war vorher unser Holz. Das habt ihr vielleicht auch gesehen in der Frühjahrsgartentour, glaube ich, noch oder im letzten Jahr. Aber jetzt hat mein Lebensgefährte das Holz, was hier lag, eben in die Grillhütte hinten an die Wand getan. Ist ja auch in Ordnung, da hinten sitzt man ja nicht so weit weg. Man müsste halt nur vorne, ja, ne? Man müsste nur vorne hier die Stehtische dann wegräumen und so ein bisschen drumherum. Dann kann man darunter auch wieder sitzen. Wenn die Garage fertig ist, hier ist ja unser Insektenhäuschen. Ich weiß nicht, geht immer mal wieder, ist auch einiges zu. War auf jeden Fall jetzt viel los im Frühjahr, hatte ich euch auch mitgenommen. Und ja, so sieht's aus. Und ja, das lassen wir jetzt trotzdem hier so stehen. Das hat er auch selbst gebaut im vergangenen Jahr. Das Ganze hier, das Konstrukt eben fürs Holz. Und ja, jetzt ist da unten halt nur noch so Erde, Dünger, ein Töpfe halt, ne, wenn man mal Töpfe braucht und alles. Oder so Anzucht-Dinger. Da ist aber jetzt nichts drin, wie man sieht. Ja, genau. Also, dann geht's mal weiter. Hier haben wir die Hortensien, die verblühen jetzt auch schon. Die seht ihr ja, glaube ich, ständig. Ach ja, hier pflanzt mein Lebensgefährte neue Eiben ein. Das sind jetzt Ableger in verschiedenen Größen, wie man sieht. Dann hier haben wir auch noch Schmucklilie, seht ihr da hinten, die ich euch im großen Topf gezeigt habe. Haben wir hier auch noch mal 2 Schmucklilien stehen. Die kommen aber jetzt erst im August. Da nehme ich euch bestimmt vielleicht auch noch mal mit, seht ihr dann. Jetzt drehe ich mich mal kurz um. Ja, so sieht's aus. Das SUP von meinem Lebensgefährten ist ein Hardboard und hier kommt man schon zu meinem Hochbeet. Runter zum Fluss.
Hochbeet kennt ihr ja schon in- und auswendig. Ich glaube, da kann ich mich kurz halten. Kartoffelbeete hatte ich jetzt jedes Jahr. Es kommen zwar auch wieder Kartoffeln raus, wie man hier sieht. Wir haben aber keine angepflanzt. Das sind die, die übrig geblieben sind, weil wir nämlich die Isolierung noch dieses Jahr machen wollten. Ich weiß nicht, ob es noch wird, aber sollte es sein. Und nachdem hier dann ein ganzes Gerüst hinkommt, haben wir nichts an Kartoffeln mehr reingemacht, sondern nur das, was halt jetzt so rauskommt. Und ich hatte ja letztes Jahr hier eine ganze Reihe voll. Ich verlinke euch mal das Video, den Vlog, wo ich euch gezeigt habe, was da alles steht. Ich hatte ja letztes Jahr richtig viel Gemüse. Leider war das so ein schlechtes Jahr mit viel Regen und dass die Schnecken alles kaputt gefressen haben. So wie dieses Jahr eigentlich auch wieder. Aber ja, ich hatte Rosenkohl. Was hatte ich denn alles? Rosenkohl, Brokkoli, alles Mögliche, Paprika, Gurken und so weiter, Chilis. Aber ist alles kaputt gegangen wegen dem blöden Wetter und den Schnecken. Deswegen, nachdem hier ein Gerüst hinkommen sollte, habe ich jetzt auch nur noch diese drei Tomatentöpfe da hinten. Ich habe es euch ja gesagt. Ja, ansonsten wäre das auch wieder schade gewesen. Dann, ja, aber nächstes Jahr kommt wieder die ganze Reihe hier hin. Habe ich zumindest vor. Dann hier haben wir die fette Henne, einmal hier. Und das Ganze hier, was jetzt noch grün aussieht, aber dann schön pink, ja, richtig pink blüht. Das ist auch im August soweit. Ja, man könnte auch sagen, ich habe die Sommertour doch ein bisschen früher angefangen, weil weder die Schmucklilie noch die fette Henne hier blüht. Aber ich zeige es euch dann auf jeden Fall noch mal in ein, zwei Wochen. Hier hinten so schöne, ja, Helllilane. Also hier ist auch Unkraut dazwischen natürlich. Das ist jetzt die große fette Henne. Und hier, das sind zwei Ableger eben, die gekommen sind. Das war irgendwie so ein Blütenmix. Ja, so ein Wildblumenmix. Einfach, guck mal. Einfach ein Wildblumenmix. Die ist auch richtig schön, oder? Guck mal. Die sieht auch richtig toll aus. Und ja, ansonsten kennt ihr alles. Die Kräuterbank. Minze ist toll. Schnittlauch ist toll. Petersilie könnte besser sein. Und mein Dill wird immer wieder weggefressen. Ja. Jetzt gehe ich hier rum, weil von hier hinten kennt ihr ja alles. Hier ist unser Badezimmerfenster. Ja, Hochbeet kennt ihr ja, da brauche ich jetzt gar nichts mehr sagen. Ansonsten, hier ist auch noch alles an Gartenzeug, ne? Hier kennt ihr auch alles. Hier habe ich jetzt auch noch nichts reingemacht. Ich wollte hier noch Karotten und so reinmachen, aber wie gesagt, wir wussten jetzt nicht, wie es mit der Isolierung hier aussieht. Und ja, deswegen dieses Jahr nicht so viel eingepflanzt. Dann hier ist unsere Wildblumenwiese für, ach ja, hier ist unser Palonia, das ist ein Blauglockenbaum auch genannt, ein asiatischer Baum, der hat diese riesigen Blätter. Moment, schaut mal, meine Hand und das ganze Blatt. Das ist jetzt auch nicht mal so ein ganz, ganz großes, schaut mal, riesig. Und zudem, dass der, da sitzt ein Insekt, zudem, dass der hier, das hier sind auch die Knospen, da kommen neue grüne Blätter, also schaut mal. Das sind nur die Knospen, wo die Blätter dann rauskommen. Das ist doch Wahnsinn, oder? Guck mal, wie groß die sind. Also die größer als eine Weintraube. Ist doch Wahnsinn. Und daraus, oh, das klebt, kommen diese grünen Blätter. Schaut, kleine sind auch dran. Ja, das sind die Blätterknospen. Und wie der blüht, das habe ich euch gezeigt, weil der blüht im Frühjahr. Da habe ich euch auch mitgenommen. Der hat richtig schöne lilane Blüten. Ja, also Blauglockenbaum auf Deutsch, auf Asiatisch. Oder wie auch immer, Palonia. Der wird auch richtig groß. Den seht ihr auch noch am Pool. Ich befürchte, dass ich irgendwie doch noch eine zweite Gartentour machen muss. Also einen zweiten Teil zumindest. Hier haben wir unsere, ja, für Bienen quasi alles. Die sind jetzt leider auch schon alle verblüht. Also die waren schön rosa und pink. Sogar vor zwei Tagen noch. Ich bin wirklich zu spät dran. Hier haben wir unseren Flieder. Schön in lila. Aber auch der ist gerade am Verblühen. Ein bisschen ist hier noch was dran, seht ihr? Also jetzt duftet der auch gar nicht mehr. Aber vor ein paar Wochen hat er noch richtig lecker geduftet. Aber jetzt, ja, ist die Zeit vorbei. Und hier seht ihr ja, wie groß der Baum hier ist. Und ja, hier ja, war eigentlich auch richtig viel. Was aber jetzt nicht mehr der Fall ist. Gut, dann... Ja, wie gesagt, dann geht es hier jetzt weiter. Hier haben wir so einen, ja, auch eine Buchsbaum, ist alles Buchsbaum. Einmal komplett drumherum, hat mein Lebensgefährte auch geschnitten, als auch die Kugel hier drinnen. Wir hatten aber geplant, auch schon seit längerem, Moment, ich muss wieder zurück. Wir hatten aber geplant, diese ganze Buchsbaumhecke und auch die Kugel in der Mitte zu entfernen und dann hier
eine, wie nennt man es denn jetzt? Ein Pavillon aufzustellen, also so ein Metallpavillon, also ein kleines Tee-Pavillon-Häuschen, wie man es nennen mag. Aber ja, ich weiß nicht. Also eigentlich hat das schon hier was, also ist schon schön, also ist eigentlich sinnlos, kann man sagen, wiederum. Also es ist schön, aber auch sinnlos, weil es steht ja einfach nur und eigentlich muss man ein paar Mal im Jahr die ganze Hecke drumherum, innen und auch die Kugel schneiden und es steht eigentlich nur so rum. Wie man ja sieht, hier ist ja unser Weg. Von hier bin ich gekommen und ja, mal gucken. Bis jetzt lassen wir es noch, schneiden es immer. Ein Pavillon macht jetzt eigentlich auch nicht Sinn, weil der würde ja auch einfach nur hier so dann stehen, so wie das hier in der Größe. Und außer, dass man da drunter sitzen kann, was man vielleicht auch nicht immer tut, regelmäßig, ja, für die paar Mal im Jahr, ja, ist es eigentlich dann auch sinnlos, so ein Pavillon. Ein Gewächshaus wäre toll. Wobei man das ja auch wiederum hierhin machen könnte, außer direkt vors Fenster natürlich. Ja, naja, jetzt kommt hier auf jeden Fall, seht ihr, wegen den Rissen und so. Also die Isolierung muss gemacht werden, das Haus fertig wird, gestrichen werden. Und dann kann man sich darum immer noch kümmern. Jetzt bleibt es auf jeden Fall erstmal stehen. Hier hinten ist der Kanuständer mit dem Kanu. Kennt ihr ja auch. Und dann geht es hier runter. Zum Fluss. Ja, ihr glaubt nicht, was passiert ist. Ich habe über 8 Minuten weitergequasselt und die Kamera hat nicht aufgenommen. Und jetzt fährt da drüben auch noch ein... Es ist irgendwie immer so, jedes Mal, wenn ich vloggen möchte oder irgendein Video mache, ist ständig irgendwo ein Lärm. Ja, also, hier haben wir unsere Apfel... Also nicht Apfelbäume jetzt für uns zum Essen, die haben wir auch, aber im anderen Bereich. Das sind jetzt die Vogelapfelbäume. Hier seht ihr, da sind so Äpfelchen dran, die werden aber noch rot und dann, also im Herbst, Winter jetzt, also im Winter. Und dann können die Vögel die essen. Das ist hier einmal der und hier daneben. Sieht ziemlich kahl aus, weil wir schon wieder Raupenbefall hatten. Hatten wir letztes Jahr auch schon, da hat mein Lebensgefährte noch was gesprüht. Dieses Jahr nicht. Wir hoffen, die erholen sich jetzt von selbst bis nächstes Jahr. Und die sind wirklich richtig toll. Also im Frühjahr, ich verlinke euch ja die Frühjahrsgartentour in der Infobox, schaut gerne vorbei. Und im Frühjahr sind die erstmal grün, also die Blätter. Dann bekommen die Blüten dran, also haben dann auch grüne Knospen, die gehen dann auf. Und das werden dann so weiß-rosafarbene Blüten, wie bei so einem, wie bei einer Kirsche eben. Und dann fallen die ab. Dann ist der Baum jetzt so im Juni, Juli dann komplett grün, also nur mit grünen Blättern. Boah, hört ihr das? Ja, immer was los. Also, dann hat er auf jeden Fall nur grüne Blätter dran und danach kommen die grünen Äpfelchen, so wie hier jetzt. Und dann im Winter werden die rot und ja, es sind keine Blätter mehr dran. Ich zeige es euch im Winter auch nochmal, aber ihr habt es ja bestimmt schon öfter gesehen. Ja, ansonsten hier haben wir auch wieder so eine Futterstelle, wo wir was reinmachen für die Vögel. Und ja, hier ist unser Weg, da kommt immer Mulch drauf. Hier haben wir ganz viel Blutweiderich, das ist das Lilane alles. Ja, haben wir ja auch am Pool ganz viel. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt hier von selbst gekommen ist oder mein Lebensgefährte auch ein bisschen was eingepflanzt hat. Boah, also wisst ihr, die Bauern und also die ganzen Traktoren, das ist jetzt ein besonderer Lauter wieder. Dann hier ist natürlich, also das ist unser Hang. Hier ist auch Unkraut, wie man sieht, aber zu dem Unkraut auch ganz viel Blumen. Im Frühling sieht das noch viel schöner, bunter aus. Jetzt im Sommer ist hier gar nicht so viel. Da ist auch Lupine und Fingerhut und alles, ist schon alles verblüht. Aber ja, im Frühjahr ist es schöner. Schaut mal die Frühjahrsgartentour an. Und hier geht es dann runter, das kennt ihr auch schon alles. Hier nach hinten unser Wäldchen, hier runter geht es zum Steg, hier rüber zum Kanu, wenn man hier unten durchläuft. Ja, und da halte ich mich jetzt auch nicht lange auf. Ihr kennt den Steg ja schon, habe ich euch schon zigmal gezeigt. Mein Lebensgefährte hat sein ganzes Angelzeug jetzt hier noch stehen. Hat er auch letztes Jahr neu gemacht, die ganzen Stufen und auch den Steg mal wieder neu. Da habe ich euch auch mitgenommen gehabt beim Bauen von den vom Steg und auch von den Stufen. Da war vorher ein schmalerer Steg, der ist jetzt breiter, größer geworden. Es waren noch andere Stufen, die sind jetzt neu. Und ja, der Fluss ist trüb, die haben nämlich gemäht. Habe ich, glaube ich, euch schon erzählt, wie dem auch sei. Das Feld hier drüben steht noch. Das ist alles Mais, wenn man das erkennt. Korn haben die aber schon abgemäht, die Tage. Mais wird bestimmt jetzt auch. Ja gut, wir haben jetzt Ende Juli. Also ich denke mal so in 3 Wochen, 4 Wochen mähen die das auch. Kommt da immer drauf an, ob man da noch wieder trockene Tage hat. Ja. Nun ja, genau. Hier ist unsere Feuerstelle für Marshmallows oder Stockbrot. Genau.
Brot am Spieß, ne? Kennt ihr? Kann man hier machen oder einfach nur so ein Lagerfeuerchen. Hier kann man dann sitzen. Ja, und ansonsten auch hier, ne? Alles Mögliche. Und ja, hier ist eigentlich Lupine Fingerhut, also im Frühling wirklich super, super schön bunt. Hier oben seht ihr ja, von da hinten bin ich gekommen. Grillhütte, Hortensien und so weiter. Ja, Kanustelle. Ja, so sieht's aus. Dann gehen wir weiter ins Wäldchen rein. Aber da habe ich euch ja auch schon zigmal mitgenommen. Hier oben haben wir, das hier war ein Eulenhäuschen, da habe ich euch auch mitgenommen im vorletzten Jahr. Das sieht man jetzt nicht, aber das ganz lange linke für Eulen habe ich euch auch mitgenommen, wie mein Lebensgefährte das gebaut hat. Hier oben, das ist nicht gebaut, das ist gekauft. Das ist eigentlich ein, und hier ganz oben auch noch, schaut mal, sieht man das? Also einmal hier und dann da ganz oben noch. Sieht man gar nicht, ist für Fledermäuse eigentlich. Dann, hier ist es richtig schön kühl. Geht es hier hinten auch noch lang zur Gartentür. Hier wieder Kanu, Wasser. Wir haben überall Wasserstellen. Hier sind die Waldgeister, die kennt ihr bestimmt auch schon. Beziehungsweise Wurzelköpfe. Alles aus Wurzeln, seht ihr das? Ja, baut mein Lebensgefährte immer hier mit so Augen dran. Hier hinten, so ein Ding hier. Ja, die Wurzelköpfchen. Hier ein Drache. Den habe ich euch auch schon gezeigt öfter. Der steht immer noch hier auf seinem ganzen Zeug hier drauf. Hier ist auch richtig angenehm. Eigentlich fliegen hier immer ganz, ganz viele Mücken gerade aktuell, aber zum Glück noch nicht. Dann haben wir hier auch noch unseren Baumgeist. Erkennt ihr ihn? Moment. Von weiter weg erstmal. Ja, unser Baumgeist. Schaut mal. Mit Augen, Augenbrauen, allem drum und dran. Ach ja, genau. Und hier sind die Eichhörnchenhäuser, die mein Lebensgefährte noch gebaut hat. Ist quasi alles am größten Baum hier dran. Seht ihr das? Also hier ganz oben diese Röhre für die Eulen, ne, wo ich euch vor 2 Jahren mitgenommen habe. Hier ist jetzt fürs Eichhörnchen das Häuschen. Und da ist noch ein zweites, was jetzt aber am anderen Baum hier dran ist, glaube ich. Ja. Und auf der anderen Seite die Vogelhäuschen, Schrägstrich Fledermaushäuschen. Gehen eher die Vögel rein als die Fledermäuschen. Und hier hinten haben wir unseren Hauptholzlager. Und auch da steht wieder ein Wurzelkopf, wenn ihr ihn erkennt. Die Eibe bekommt hier schon ganz winterlich, herbstlich ihre Beeren, die sehr giftig sind. Ja, also bloß nicht essen. Sehr giftig, zumindest der Kern innen drin. Also die Frucht selbst nicht, aber der Kern innen. Also am besten gar nicht in den Mund geben, ja. Und ja, hier seht ihr noch den nächsten Wurzelkopf. Und wie gesagt, hier ist unser Hauptholzdings. Da hinten habe ich euch schon alles gezeigt. Ja, und dann haben wir halt hinten, also das jetzt das Holz, aber das hinten, was bei der Grillhütte steht, was ich euch gezeigt habe, nehmen wir jetzt als allererstes her für den Winter dann. Und dann wieder hier was nachholen. Ne? Das ist sortiert nach Jahresding von der Trocknung. Die Hütte habe ich euch erst mitgenommen. Da verlinke ich euch auch den Vlog in der Infobox, falls ich es nicht vergesse. Ansonsten schreibt es mir in die Kommentare, falls ich es vergessen sollte. Da hat mein Lebensgefährte ja jetzt seinen Räucherofen reingebaut. Da habe ich euch auch mitgenommen und alles gezeigt. Genauso wie mit dem kompletten Umbau von dieser Hütte da. Habe ich euch mitgenommen, was er da alles reingebaut hat. Da mache ich jetzt nicht auf. Schaut den Vlog an, den ich euch verlinke. Ja, ansonsten nochmal Info geben bei Interesse, falls ich es vergessen habe. Dann seht ihr da drinnen alles. Und hier, ach so, kann ich euch aber noch kurz zeigen. Hat er noch sein Becken gebaut. Die Pumpe war da schon und er hat noch hier, die Steine sind aber nur provisorisch, die muss er noch mauern und so weiter. Da hat er so sein Wasserbecken mit Wasserleitung und so vom Haus aus verlegt. Ja, das ist neu, bis auf die Pumpe, die steht die ganze Zeit. Und wenn ich mich drehe, sind wir wieder hier. Na, beim Baumgeist, beim Kanu, hier haben wir Rhododendron, aber die blühen ja jetzt nicht mehr, ist schon alles verblüht. Ansonsten haben wir hier, ja, Farn. Und hier oben ist unser Walnussbaum, sind aber noch keine dran, ja. Aber kommen bestimmt. Ach so, hier oben seht ihr, ist ja schon alles Mögliche, also die kommen auf jeden Fall. Ja, und dann geht es wieder zurück. Und ich glaube, dass ich noch einen zweiten Teil machen muss. Ich hoffe, dass ich den, weil der hier schon wirklich sehr lang ist, ich hoffe, dass der zweite Teil dann auch der letzte Teil ist und nicht noch ein dritter Teil wird. Weil wir haben ja noch mehrere Bereiche,
jetzt kommt ja der Poolbereich und dann noch der andere Bereich und der dritte Bereich bzw. vierte Bereich. Ja, aber so sieht es jetzt erstmal aus. Jetzt kommt die Sonne auch wieder raus, aber es soll auf jeden Fall noch regnen nachher. So, da drin ist Puschok, der schläft aber gerade. Muss ich noch die Markise eventuell runter machen, weil die Sonne so reinscheint ins Haus. Ist ja das Wohnzimmer. Und mein Lebensgefährte ist jetzt auch schon mit der Garage fertig für heute. Jetzt muss das noch weggeräumt werden, bevor der Regen kommt. Und hier den Bereich, da werde ich euch dann morgen mitnehmen. Dann geht es hier im nächsten Vlog morgen weiter mit Pool, Pergola-Bereich, da hinten und hier rechts noch. Ja, ihr Lieben, dann würde ich an der Stelle jetzt den Vlog beenden. Wie gesagt, es muss noch einen zweiten Teil geben. Ich hoffe, ich schaffe die Gartentour dann im zweiten Teil. Quassel nicht wieder so viel, weil der andere Bereich natürlich auch sehr, sehr groß ist. Aber vielleicht dann doch gibt es da nicht so viel zu erzählen. Ist ein bisschen großflächiger. Wenn ihr es schon kennt ihr es ja sowieso schon, die Bereiche. Ja. Und was wollte ich jetzt sagen? Genau, ich beende den Vlog jetzt. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Lasst mir gerne ein Abo da. Wenn es so ist, würde ich mich sehr freuen, falls ihr es nicht schon getan habt. Schaut bei den ganzen verlinkten Sachen vorbei, falls ich was vergessen habe zu verlinken. Macht mich gerne aufmerksam und dann verlinke ich es noch nachträglich, falls ich es vergessen haben sollte. Genau, ja. Und dann würde ich sagen, wir grillen nämlich jetzt noch. Und ja, der Regen, es sieht schon aus, als ob es bald losgeht. Der Radar im Internet sagt auf jeden Fall so die nächsten 30 Minuten. Ich hoffe, es hält noch über eine Stunde durch, weil wir jetzt gleich den Grill anschmeißen. Ich habe jetzt auch schon alles vorbereitet noch schnell, beziehungsweise bin ja schon die ganze Zeit am Vorbereiten. Wir haben ja auch noch was übrig und alles. Deswegen, ja, genau. Also, gerne ein Abo dalassen und im nächsten Teil, beziehungsweise im nächsten Vlog gibt es den zweiten und ich hoffe auch den letzten Teil der Sommergartentour. Bis dahin.